Guten Morgen, Gemeinde. Es ist so schön, zusammen mit einigen von Ihnen in diesem Raum zu sein. Und dann willkommen, ebenso auch Ihnen online. Danke, dass Sie sich zu uns gesellen, wo auch immer Sie sind. Es ist wirklich gut, am letzten Tag im August angelangt zu sein. Das ist doch heute. Oder es ist morgen. Ja, wir sind beinahe im September. Ich bin dankbar, dass sich die Eichen auf unserem Grundstück zu verändern beginnen. Die Blätter beginnen sich zu verändern und abzufallen. Und ich höre nicht auf zu sagen, Herbst, du kommst. Ich liebe es. Ich habe eine Kürbiskerze gekauft und angezündet, obwohl wir noch nicht angekommen sind. Aber wir sind beinahe dort. Also werde ich im Augenblick in dieser Spannung leben. Eric erwähnte, dass wir gestern Abend im Stadtzentrum von Reading unterwegs waren. Unsere Stadt ist so cool. Unsere Stadt wird sogar noch cooler. Wir waren im Zentrum unterwegs und ich habe zum ersten Mal die Regenschirme in der Umbrella Alley gesehen. Genau dort, wo die Straße durch das Stadtzentrum führt. So viele neue Gebäude entstehen. Wir sind herumgelaufen, weil wir 40 Minuten auf unsere Reservierung für ein Restaurant warten mussten. Ich wusste nicht, dass alles so geschäftig und voll sein würde. Es war Samstagabend und wir sind zu Aquagolf gefahren und danach essen und spazieren gegangen. Es war so ein nettes Straßengefühl mit den Restaurants. Menschen, die draußen auf der Straße essen. Ich dachte, ich hoffe, wenn wir keine Restriktionen mehr haben, werden die Restaurants das abendliche draußen Essen beibehalten, weil Reading wunderbare Abende hat. Es war wunderschön. Ich bin einfach so dankbar und so stolz auf unsere Stadt. Wissen Sie, wir haben über den Gott der Verwandlung gesprochen. Ich habe das Privileg, diese Serie zu beenden. Unsere Stadt befindet sich gerade mitten im Wandel, verändert sich von einer Sache zu einer anderen. Sie befindet sich in einem Moment. Wenn Sie in der Innenstadt herumlaufen, können Sie es spüren, Sie können es sehen. Visuell, all die neuen Gebäude, die entstehen. Dinge verändern sich einfach. Es macht Spaß, ein Teil von Verwandlung zu sein. Es war wirklich großartig, über diese Serie zu sprechen und es hat Spaß gemacht, weil ich liebe, wer der Herr ist. Ein großer Teil seines Wesens ist, dass er der Herr der Verwandlung ist. Er ist so mächtig und so gewaltig. Es ist für uns unmöglich, nicht verwandelt zu werden, wenn wir ihm begegnen. Und ich weiß, dass wir das alle erlebt haben, ob Sie in diesem Raum sitzen oder online zusehen. So viele von uns haben erlebt, wie es ist, einfach nur in seiner Gegenwart zu sein und Ja zu ihm zu sagen. Was geschieht in unserem Leben? Dinge verändern sich vollkommen. Was war, ist nicht länger. Was nicht war, ist. Es ist ein solches Privileg, ein Teil davon zu sein. Wir möchten das teilen und andere Menschen einladen, ihn zu kennen, weil nichts damit vergleichbar ist, einen Gott der Verwandlung zu kennen. Chris hat diese Serie vor 3 Wochen begonnen. Tatsächlich ist heute die 4. Woche. Er war der erste Sprecher und seine Ausführungen zum Gott der Verwandlung waren, dass Gott alles und jeden verwandeln kann. Ist das nicht so wahr? Gibt Ihnen das nicht so viel Hoffnung? Es spielt keine Rolle, wo Sie sich befinden. Sie sind nie zu weit weg. Gott kann alles und jeden verwandeln. Dann hat Eric die 2. Woche übernommen. Er sagte, Gott betreibt Verwandlung. Wenn Eigentümer ihren Besitz schätzen, verbessern sie ihn ständig. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass wir deine Kinder sind und dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann hat Bill letzte Woche darüber gesprochen, durch den erneuerten Verstand verwandelt zu werden. Gemeinde, ich hoffe, dass wir das ergreifen können und uns da reinknien. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in einem Moment befinden. Sehen Sie, wir wachsen und verändern uns ständig. Das ist das Leben. Gott hat das Leben geschaffen, um zu wachsen und sich zu verändern, insbesondere gesunde Dinge. Es sind die ungesunden Dinge, die nicht wachsen, weil Sie sie als tot sehen. Gesunde Dinge sollten immer wachsen und sich verändern. Aber es gibt Momente, die Momente der Verwandlung sind, wo sie sich tatsächlich von einer Sache vollständig zu einer anderen verändern. Sie sehen das an Schmetterlingen. Die Verwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling. Es gibt verschiedene Phasen. Einige dieser Phasen sind völlig transformativ. In der Phase der Verpuppung ist die Raupe vollständig umhüllt und alles an ihrer Anatomie wird in einen Schmetterling verwandelt. Als Menschen wachsen und verändern wir uns ständig. Ich liebe die menschliche Entwicklung, aber es gibt Momente, die sehr transformativ sind. Das eine Jahr zwischen einem Baby und einem Kleinkind. Was für eine Verwandlung. Von dem Baby, das sie einfach nur halten, das nicht gehen, so ziemlich gar nichts tun kann, hin zu laufen, herumtapsen, zu reden beginnen. Das ist ein sehr verwandelndes Jahr im Leben einer Person. Eine weitere Verwandlung, die sehr unterhaltsam und spaßig ist, sind Teenager.
Die Pubertät ist so transformierend. Wenn sich unser Körper verändert, Hormone, wenn sie in diese Phase der Pubertät eintreten, die im Verhältnis zur Lebensspanne sehr kurz ist, gehen sie als eine Sache hinein und kommen als andere heraus. Es macht so viel Spaß, ein Teil davon zu sein. Ich persönlich liebe es, mit jungen Menschen und Teenagern zusammenzuarbeiten. Es ist eine sehr verletzliche Zeitphase. Sehr transformierend. Gott hat uns also dafür geschaffen, beständig zu wachsen und uns zu verändern. Aber es gibt Momente, die wirklich spezifisch verwandelnd sind. Ich glaube, in der Gemeinde befinden wir uns in einem Moment spezifischer Verwandlung. Ich habe darüber im ersten Gottesdienst auf dem Baseballfeld gesprochen. Es war interessant, überall waren Libellen. Jede Menge Libellen waren dort. Meine Mutter hat mir eine SMS geschickt. Sieh nach, was die Libelle symbolisiert. Es ist Verwandlung. Das ist so interessant. Wir werden immer Ja zu ihm sagen, weil er nicht will, dass wir dort bleiben, wo wir sind. Aber speziell das, was in Kultur und Gesellschaft geschieht, ist ein perfekter Zeitpunkt für uns, in einen anderen Teil davon einzutreten, wer wir sind. Unseren Reifegrad zu ändern. Gott führt uns noch tiefer, also sagen wir einfach Ja zur Verwandlung. Das war eine Serie, die wirklich Spaß gemacht hat. Ich freue mich darauf, heute Morgen über den Gott der Verwandlung zu sprechen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Das hat sich, glaube ich, 2011 ereignet. Es war das gleiche Jahr, in dem Benning und CJ, die lange Zeit hier bei uns Mitarbeiter waren, loszogen und Jesus Culture in Sacramento ins Leben riefen. Sie waren unsere Nachbarn und wirklich gute Freunde. Ich erinnere mich genau an diese Zeit. Wir hatten auch gerade unser erstes Kickball-Turnier veranstaltet. Das erste und einzige Kickball-Turnier im Enterprise Park. Es gab verschiedene Mannschaften, die Kickball spielten. Es war eine großartige Zeit. Ich erinnere mich an die Nachbesprechung mit meinem Praktikanten am Ende des Tages. Eric war in Neuseeland und ich hatte die Kinder. Ich glaube, Kennedy war 11 und Sela war 10 zu der Zeit. 9 oder 10. Am Ende des Tages hatte ich diese Nachbesprechung und die Mädchen warteten. Als Pastorenkinder haben sie das Privileg, dass sehr viel tun zu dürfen, zu warten. Während ich sprach, danke, Kennedy, dass du immer auf mich wartest. Apropos auf mich warten, wenn ich zu Trader Joe's ging, sagten meine Kinder immer, Mama, können wir einfach nur aus Trader Joe's herausgehen? Ich sagte, wenn ich jemanden in die Augen sehe, muss ich Hallo sagen. Und dann führt eins zum anderen. Wir betraten also das Geschäft Trader Joe's und sie sagten, Mama, sieh auf den Boden. Wir gehen rein und raus. Das ist es, was sie tun. Schnell gehen. Sie warten nicht, sehen auf den Boden. Sie warteten also auf mich, eins der vielen Male. Ich sah zu ihnen rüber und redete mit meinem Praktikanten. Und aus dem Augenwinkel sah ich etwas in die Luft fliegen und wieder nach unten fallen. Ich sah hinüber und da war Sela und wirft ihren Schuh in den Baum. Wir waren zu diesem Zeitpunkt die Einzigen, die dort waren. Ich sagte, Sela, wirf deinen Schuh nicht in den Baum. Sie sagte, Mama, mein Spielzeug steckt im Baum fest und ich muss es herunterholen. Also werfe ich meinen Schuh, um das Spielzeug herunterzuschlagen. Ich sagte, wirf nicht deinen Schuh, sonst wird dein Schuh stecken bleiben und ich möchte deinen Schuh nach Hause mitnehmen. Dann habe ich mich wieder mit meinem Praktikanten unterhalten. Das nächste, was ich hörte, war dieses laute, krachende Geräusch. Bam! Etwas schlug so hart auf den Boden auf, dass es mich erschreckte. Ich sah hinüber und da war Sela auf dem Boden mit einem riesigen Ast auf ihr. Ich rannte zu ihr und sie lag auf dem Boden. Ich sah mir den Baum an und die Stelle, an der der Ast abgebrochen war, war etwa 5,5 bis 6 Meter über dem Boden. Dann stellte sich dieses wirklich fiese Gefühl im Bauch ein, weil sie denken, das ist nicht die Art von Sturz, bei dem die Leute normalerweise okay sind. Sie lag auf dem Boden, ihre Augen waren weit geöffnet und glasig. Wir hoben den Ast von ihr herunter und ich fragte, bist du okay? Sie sagte, ich denke schon. Und ich fragte, weißt du deinen Namen? Sieh mir in die Augen. Ich stellte ihr Fragen, um zu sehen, ob sie okay war. Sie war wirklich benommen. Das konnte man sehen. Dann fragten wir, hey, kannst du deine Zehen bewegen? Ja, ja. Sie war auch nicht sicher. Sie lag da, sie hatte keine Schuhe an, weil sie geworfen hatte. Dann nach einer Weile fragten wir, möchtest du versuchen, dich hinzusetzen? Ich wusste einfach nicht, soll ich den Krankenwagen rufen? Sie sagte, vielleicht bin ich auf meinem Engel gelandet. Das wäre ideal, das wäre es, ich hoffe es. Wir haben sie schließlich aufstehen lassen und sie nahm sich einen Moment Zeit. Sie sagte, ich denke, ich bin okay. Ich sagte, das ist unglaublich, sind wir sicher? Okay. Wir halfen ihr also aufzustehen und Kennedy und ich gingen langsam mit ihr zum Auto. Ich beobachtete sie einfach nur. Ich betete, danke Herr, dass sie lebt und es ihr gut geht, weil es ein so verrückter Sturz war. Ich war mir nur nicht sicher, ob wir bereits aus dem Gröbsten heraus waren. Wir stiegen
deswegen ins Auto. Ich war mir nicht sicher, wohin ich fahren sollte. Nach Hause, wenn alles okay ist, ins Krankenhaus, falls nicht. Sie sagte, ich denke, ich bin okay. Wir fuhren los und ich begann zu sehen, wie diese Tränen aus ihren Augen liefen. Ich fragte, Liebling, was ist los? Sie sagte, mein Bauch tut so weh. Ich sagte, oh nein, weil ich an innere Blutung dachte, wissen Sie? Okay, das ist okay. Ich werde zu einer ambulanten Klinik fahren, weil sie uns vielleicht schneller dran nehmen. Wir kamen bei der ambulanten Klinik an und Kennedy und ich diskutierten, wer Seela aus dem Auto trägt. Nein, ich nehme sie. Schließlich sagte ich, schön, du bist 11 Jahre alt, trag einfach deine Schwester. Das ist peinlich. Aber ich öffnete die Tür, wir gingen in die Klinik. Erinnerst du dich daran, Kennedy? Ich kümmere mich um meine Schwester, sie ist meine Tochter. Wir gingen also in die Klinik und sie fragte, was müssen wir uns ansehen? Und ich erzählte es ihnen, sie fragten, wie hoch? Und ich sagte, ich denke 5,5 bis 6 Meter. Sie sagten, sie müssen sofort in die Notaufnahme. Ich sagte, okay, ich gehe, ich bin sofort da. Wir stiegen also wieder ins Auto, fuhren zur Notaufnahme und brachten Seela hinein. Ich erinnere mich, wie ich dort saß. Wissen Sie diese Momente in Ihrem Leben, in denen alles vor Ihnen vorüberzieht? Weil ich mir nicht sicher war, was im Inneren meiner Tochter passiert war. Ich wusste, was ich gesehen hatte. Jetzt hatte sie Schmerzen. Aber dieses Mal konnte sie nicht laufen. Sie hatte wahnsinnige Schmerzen. Ich dachte nur, ich habe es gut gemacht. Ich habe dich sehr geliebt. Als wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren, sagte sie, kannst du bitte Amma anrufen und dir sagen, dass sie beten soll? Das ist Bills Mutter. Ich dachte, oh nein, das bedeutet, dass du denkst, ich möchte, dass die Beste von euch für mich betet, wenn ich das hier durchstehen soll. Ich werde jetzt einfach nur nach vorne sehen. Wir waren im Krankenzimmer und beteten einfach nur. Sie hatte einfach immer noch so starke Schmerzen. Sie machten alle Röntgenaufnahmen, alles. Alles kam völlig in Ordnung zurück. Es gab keine Knochenbrüche, keine Frakturen. Natürlich konnten sie innere Blutung zu diesem Zeitpunkt nicht völlig ausschließen. Aber sie sagten, nein, wir werden sie einfach im Auge behalten, aber ich denke, sie kann nach Hause gehen. Ich sagte, das ist unglaublich. Du bist auf deinem Engel gelandet. Du wirst wieder okay sein, das ist gut. Aber es war super beängstigend. Wir fuhren nach Hause und ihr Körper war von diesem Ereignis so traumatisiert, dass sie ein paar Tage lang weder laufen noch sich bewegen konnte. Also legten wir ihre Matratze einfach ins Wohnzimmer, damit sie mit allen zusammen sein konnte. Die Sache mit Seela ist, dass sie einen wirklich starken Willen, Entschlossenheit hat, wenn sie etwas will. Sie freute sich sehr darauf, zum Kinderzeltlager zu gehen, 1,5 Wochen später. Vielleicht war es 2 Wochen nach dem Sturz. Wir gingen zu einem Nachsorgetermin, ich glaube, das war in der 2. Wochenhälfte nach der Notaufnahme, und sie war nicht in der Lage, irgendetwas Gewicht zu tragen. Sie begann sich zu bewegen, aber nicht wirklich gut. Wir gingen zum Arzttermin, sie sagten, wow, du machst dich wirklich gut. Sie fragte, gut genug, um zum Kinderzeltlager in 1,5 Wochen zu gehen? Die Ärztin kennt uns wirklich gut. Sie sah sie mit ihren großen Augen an und die Ärztin sagte, sie sah mich an und sagte, wenn du zum Zeitpunkt des Zeltlagers deinen Fuß belasten kannst, darfst du gehen. Und sie sagte, okay, das wird geschehen. Denken Sie daran, sie war immer noch ziemlich angeschlagen. Wir stiegen wieder ins Auto und sie sagte, ich werde zu diesem Zeltlager fahren, ich werde geheilt werden, es wird mir gut gehen. Und sie sagte, ich habe einen Plan, ich werde kein bisschen gehen, ich werde es nicht einmal austesten oder ausprobieren, ich werde ruhen, meinen Körper segnen und beten und am Tag vor dem Zeltlager, am Sonntag, wenn wir die Entscheidung treffen, wird es mir gut gehen. Und dann werde ich euch zeigen, dass ich gehen kann. Ich sagte, okay, wir werden sehen, natürlich kann Gott heilen, aber ich möchte mich auch um ihr Herz kümmern. Ich bin sicher, es wird dir gut gehen. Die Zeit verging, der Sonntag kam. Natürlich stand sie auf und sagte, siehst du, ich kann gehen. Ich fragte, sorgst du einfach nur dafür oder bist du wirklich okay? Ich sagte, okay, du kannst deine Füße belasten, du darfst zum Zeltlager gehen. Ich weiß, dass Gott heilt, aber sie positionierte sich definitiv mit ihrem Willen und sagte, es geht mir gut, in Jesu Namen, und sorg dafür. Seela ging also zum Zeltlager. Es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung für uns. Wie traumatisch das war, was geschehen war. Und dann die Tatsache, dass sie 2,5 Wochen später im Zeltlager war. Es ging ihr schließlich besser, sie war voll funktionsfähig. Ein Monat nach dem Ereignis kam der 4. Juli. Wir besuchten Benning und CJ in Folsom, Kalifornien. Wir hatten ein großartiges Wochenende. Auf dem Heimweg schauten wir bei IKEA vorbei, weil wir dort unten waren. Wir waren bei IKEA und ich bemerkte, dass sich Seela etwas langsamer als normal bewegte.
Wir waren bei IKEA und sie sagte, ich glaube, ich möchte einfach nur im Wagen sitzen. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt 9 oder 10 war, saß sie im Einkaufswagen. Ich meine, wenn sie in meinem Wagen sitzen wollen würden, würde ich sie herumschieben, wenn sie das wollen. Also ließ ich sie einsteigen und ich bemerkte, wie vorsichtig sie hineinstieg und ich sah, wie sie ihren Arm aufstützte, um ihren Rücken zu halten. Ich fragte, bist du okay? Oh ja, mir geht's gut, Mama. Meine Kinder mögen es nicht, wenn ich Fragen stelle. Besonders, wenn ich denke, dass sie krank sind oder irgendetwas nicht stimmt. Sie sagen, nein, uns geht's gut, unterbrich keine meiner Aktivitäten. Also beobachtete ich sie nur. Meine Besorgnis wuchs ebenso wie mein Misstrauen. Dann stiegen wir ins Auto und ich sah, wie sie sich ins Auto sinken ließ. Sie benutzte wieder ihren Arm und schützte wirklich ihren Rücken. Ich sagte, etwas stimmt nicht. Ich kann sehen, wie du dich bewegst. Sie sah mich an und brach einfach zusammen und sagte, mein Rücken tut so weh. Ich sagte, warum hast du mir das nicht gesagt? Sie sagte, ich weiß nicht. Ich sagte, wir können zum Chiropraktiker gehen. Dein Sturz ist einen Monat her und ich dachte, alles wäre in Ordnung. Sie sagte, das ist es nicht, mein Rücken tut weh. Wir machten einen Termin aus mit dem Chiropraktiker. Ich war noch nie mit ihr dort gewesen. Ich denke, es war am nächsten Tag, als wir dorthin gingen. Wir gingen zum Chiropraktiker und sie richteten sie aus. Oder es war ein paar Tage später. Wir gingen hinein und sagten ihr, erzähl ihnen alles, was passiert ist. Sie sahen sich ihren Körper an und begannen, Dinge herumzubewegen. Sie richteten eine Sache aus und sie sagte, ah, ich kann atmen. Ich sagte, du konntest nicht atmen? Ihre Rippe war blockiert. Das Trauma des Sturzes hatte dazu geführt, dass ihre Rippe blockiert wurde, ohne dass wir davon wussten. Sie wusste es nicht und ich wusste es nicht. Ich saß dort und dachte, das ist ein Monat her. Und das Trauma deines Körpers hat zu einer Rippenblockade geführt? Während ich heute zu Ihnen spreche, wie viele Male geschieht das in unserem eigenen Leben? Dass wir etwas Traumatisches, etwas Schmerzhaftes oder Verletzendes erleben und es dazu führt, dass etwas oder eine Rippe in unserem Körper blockiert wird. Wir merken es nicht einmal, aber wir atmen nicht sehr gut. Wir haben über den Gott der Verwandlung gesprochen. Ich möchte darüber sprechen, wie kraftvoll seine Liebe und seine Vergebung ist, um uns zu verwandeln. Dass wir in alles eintreten können, wozu er uns geschaffen hat. Ich werde beten, dass der Herr es uns einfach zeigen wird. Herr, dass du uns alles in uns zeigst, das blockiert ist. Gott, dass falls es irgendetwas in uns gibt, das falsch ausgerichtet ist, das an seinen rechtmäßigen Platz zurückgebracht werden muss, Gott, ich bete, dass du uns zart machst. Herr, dass du uns dir, Gott, ähnlicher machst. Ich danke dir für Heilung, für Ganzheit. Ich bete, dass während ich spreche, Gott, Menschen gesund gemacht werden. Gott, ich binde Krankheit in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, dass du unser Heiler bist. Du bist der, der uns verwandelt und gesund machst. Ich bete heute Morgen, dass du uns in jedem Bereich gesund machst, selbst den Plätzen in unserem Herzen, die neu ausgerichtet werden müssen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, zu kommen und uns zu zeigen, was neu ausgerichtet werden muss. Amen. Amen. Gott der Verwandlung. Wir lieben es, Verwandlung zu beobachten, weil es die Extremitäten sind von etwas, das sich von einer Sache zu einer anderen verändert. Ich habe die Sendung Home Extreme Makeover geliebt. Sie lief immer sonntagabends und sie sagten etwas in der Art, sehen Sie sich dieses Haus an. Dann zogen sie los und bauten alles um und sagten, zeigt Ihnen Ihr Haus, das ist unglaublich. Aber wie oft das geschieht, selbst den Menschen. Ich habe The Biggest Loser geliebt, eine Sendung über Menschen, die extrem übergewichtig waren und abgenommen haben und gesund wurden. Einfach ihre Verwandlung in Gesundheit und Ganzheit zu sehen. Ich denke, Mensch, ich liebe dieses Zeug. Wissen Sie, dass Gott es noch mehr liebt? Es ist sein Wunsch, dass wir weiter vorankommen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachsen. Je mehr wir ihn anschauen, desto mehr verwandeln wir uns und wir werden wie er. Anbetung ist eine der besten Dinge, die wir tun können. Wenn wir ihn anbeten und anschauen, beginnen selbst die Dinge, die wir selbst nicht ändern können, sich auszurichten. Nichts ist unmöglich für den Gott der Verwandlung. 3 Arten, auf die wir verwandelt werden. Es gibt noch viele weitere, das ist nur mein Gehirn, das diese 3 organisiert. Sie sind sehr wahr. Wir werden verwandelt, wenn wir Ja zu Gott sagen und uns ihm hingeben. Wir haben das alle getan, wenn wir sagen, ja, Jesus, du bist der Herr und Erlöser meines Lebens. Dann beobachten Sie, was geschieht. Wir werden einfach verwandelt. Wir werden geliebt. Orte, die hart sind, werden zart gemacht. Die Wahrheit verwandelt uns. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Es geht nichts über Wahrheit. Wahrheit, auf der sie stehen können. Wahrheit, die uns gründet und uns einen Wohnsitz gibt. Das ist es, was wir in Gott, dem Schöpfer, haben. Unser Schöpfer, der Schöpfer des Universums. Wenn wir Ja zu ihm sagen, er kennt uns wie kein anderer. Eine der größten, transformierendsten, kraftvollsten Wahrheiten Gottes ist Vergebung. Vergebung. Ich habe den Eindruck, dass dies eine Gelegenheit für uns ist, uns reinzuknien und eine Evaluierung unseres eigenen Lebens, unseres eigenen Herzens vorzunehmen in einer Zeit, in der Urteile, Anschuldigungen und Verletzungen nur so herumgewirbelt werden. Es ist an der Zeit, dass wir im entgegengesetzten Geist operieren. Vergebung ist die entgegengesetzte Erfahrung und der entgegengesetzte Geist. Wir können keine Lösung sein und nicht sein, wer wir berufen sind zu sein, wenn wir nicht in Vergebung operieren können. Vergebung ist leichter gesagt als getan. Ich meine, das ist einfach die Wahrheit. Es ist ehrlich. Es ist sehr schön zu sagen, ja, wir sollten vergeben. Es ist eine andere Sache, es tatsächlich zu tun, wenn ihnen Unrecht zugefügt wurde. Wie viele könnten sagen, ja, mir ist schon mal etwas Schlimmes passiert. Mir ist Unrecht widerfahren, etwas, das nicht richtig war. Wir alle haben unsere unterschiedlichen Geschichten. Einige davon sind sehr viel extremer als andere. Aber die einzige Möglichkeit, wie wir für irgendeinen unserer Mitmenschen heilend sein können, ist, wenn wir das selbst erfahren. Wissen Sie, wir haben hier vor Jahren mit Sozo begonnen. Randy Clark ist gekommen. Er hat über die Bedeutung von Sozo gelehrt, erlöst, geheilt und befreit zu sein. Falls wir das erleben wollen, hatte er dieses einfache Modell und wir alle fingen an zu üben. Wir trafen uns mit Menschen, die an ihre Grenzen stießen. Die sagten, meine Güte, ich kann in diesem Bereich keinen Durchbruch erzielen. Wir setzten uns mit ihnen zusammen und trafen uns mit ihnen. Wann hat das angefangen? Wir versuchten, das an der Wurzel zu packen, um es herauszuholen. Und sie völlig frei werden und alles erleben könnten, wofür Jesus sein Leben gegeben hat. Und was ich zu bemerken begann, war, dass ganz gleich, wie alt die Person war, es konnte jemand über 50 oder unter 20 sein, es spielte keine Rolle. Es konnte jemand sein, der den Herrn einen Tag oder sein ganzes Leben lang kannte. Wenn wir begannen zu beten und den Heiligen Geist zu fragen, wann hat das angefangen? Erinnerten sie sich an etwas aus ihrer Kindheit oder aus einer anderen Zeit? Fast immer war es die Kindheit, in der es angefangen hatte. Der Heilige Geist zeigte ihnen, wo es angefangen hatte, und fast immer, ich würde sagen, über 95% der Fälle begann es mit Unvergebenheit. Das Problem, das sich in ihr Leben eingeschlichen hat, ließ sich darauf zurückführen, dass sie dachten, oh, das ist geschehen und es war falsch und tat weh. Ich habe es ihnen mein Leben lang übel genommen. Und das hat diese offene Tür hinterlassen. Ich denke, das ist sehr ernüchternd, in diesen Sitzungen zu sein. Ich denke, Herr, ich will immer vergeben. Unvergebenheit ist Sünde. Wissen Sie, was der Lohn der Sünde ist? Womit möchten Sie heute bezahlt werden? Ich werde Sie mit Tod bezahlen. Wissen Sie, wozu Sünde führt? Sie ist tot. Sie lockt uns in eine Falle. Sie ist alles, was wir nicht möchten. Es ist großartig, über das alles zu sprechen. Aber dann treffen wir alle Entscheidungen. Sie führen uns auf einen Weg. Gott der Verwandlung. Eines der wichtigsten Instrumente, von denen ich weiß, um verwandelt zu werden, ist Ja zu sagen und uns ihm hinzugeben. Die Wahrheit, dass er der vergebende Gott ist. In ihm erhalten wir Vergebung. Das Vaterunser, Matthäus 6, Verse 9 bis 15. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wir sprechen ständig über diesen ersten Teil des Verses des Vaterunsers. Himmel auf Erden. Das ist es, was wir haben wollen. Das ist das Ziel, das wir haben. Darin steckt noch ein weiterer Teil, der so stark ist. Er klingt wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich einen Ball in meiner Hand halte und ihn hochwerfe, spielt es keine Rolle, ob ich nicht möchte, dass der Ball nach unten fällt. Es spielt keine Rolle, ob ich den Eindruck habe, dass der Ball nicht nach unten fallen sollte. Es spielt keine Rolle, ob ich nicht damit einverstanden bin, dass der Ball nach unten fällt. Dass er einfach nicht nach unten fallen sollte. Was wird geschehen? Er wird nach unten fallen. Es wird sehr stark über Vergebung gesprochen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Hört irgendjemand zu, der keine Vergebung braucht? Der den ersten Stein werfen kann? Keiner von uns. Wir alle brauchen Vergebung. Tatsächlich ist es unsere Lebensquelle, der einzige Grund, warum wir hier in Jesus stehen. Das ist unser Leben. Wir brauchen Vergebung. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Falls Sie sich gerade jetzt in irgendeinem Bereich eingesperrt fühlen, möchte ich Sie einfach einladen, zu sagen, Herr, zeig mir, wo es angefangen hat. Zeig mir, wo es angefangen hat. Falls es irgendeine Bitterkeit, Hass, Eifersucht gibt, falls wir irgendetwas erlaubt haben, sich einzuschleichen. Ich glaube, dass der Herr uns heute die Gelegenheit gegeben hat, zu sagen, nein, wir werden nicht dort bleiben. Ich weiß, dass er nicht will, dass wir dort bleiben. Er gab sein Leben, damit wir Leben haben. Aber ich glaube, dass es in diesem Bereich der Vergebung ist, dass wir Verwandlung erleben. Wenn Sie zum Chiropraktiker gehen, richtet er Ihre Knochen so aus, dass Sie an die richtige Stelle zurückkommen. Als wir Sela dorthin gebracht haben, nachdem ein Monat seit der traumatischen Erfahrung vergangen war, richteten sie sie aus und sagten, nun, sie wird vermutlich eine Zeit lang wöchentlich kommen müssen. Denn was geschieht ist, dass sich die Muskeln anpassen und beginnen, den Bereich zu schützen, in dem sich etwas verschoben hat. Die Muskeln hatten sich angepasst und begonnen, den Bereich zu schützen, der sich verschoben hatte. Als sie ihren Rücken also ausgerichtet hatten, wollten die Muskeln dahin zurückkehren, wo sie waren. Also sagten sie, okay, kommen Sie in einer Woche wieder. Wir haben das also eine Zeit lang gemacht und es geht dir wieder gut. Sie erhält nicht ständig chiropraktische Betreuung und es geht dir gut, aber es war ein Prozess. Vergebung ist häufig ein Prozess, weil ihnen nicht immer nach Vergebung zumute ist. Besonders, wenn jemand etwas Falsches getan hat und wirklich im Unrecht war. Da ist Schmerz, Verletzung, es ist ein Prozess. Aber ich glaube, dass wir eine Wahl haben. Wir haben die Wahl, ob wir vergeben oder nicht vergeben. Aber wenn Sie leben wollen und alles sein wollen, wozu Gott uns geschaffen hat, dann haben wir in Wahrheit unsere Entscheidung bereits getroffen. Wir haben unsere Entscheidung getroffen, dass wir in Vergebung stehen und sie umsonst verschenken werden. Und so bete ich gerade jetzt, dass Gott uns die Kraft und den Mut gibt, zu vergeben und weiterzugeben, was wir in ihm empfangen haben. Was also mich betrifft, so habe ich keine Wahl. Ich werde Ihnen immer vergeben. Es mag ein Prozess sein, aber ich gehe in nur eine Richtung. Ich habe nur eine Wahl, weil ich weiß, wozu ich berufen bin. Und ich sage Ja dazu. Also Ja zu Gott sagen. Nummer zwei, wir sind verwandelt, wenn wir ihn sehen und ihm begegnen. Das ist leicht, weil Gott so unwiderstehlich ist. Wenn Sie ihn tatsächlich in Wahrheit sehen, würden Sie irgendetwas anderes wollen? Mein Gebet ist immer, Gott, gib uns Augen, um dich zu sehen, weil es nichts gibt, was so gut ist wie du. Ich erinnere mich, als ich als Sechsklässlerin Ja zu Jesus sagte. Er hat mein Leben über Nacht radikal verwandelt. Allein aufgrund meiner eigenen Erfahrung, aus einer geschiedenen Familie gekommen zu sein und Stiefeltern gehabt zu haben. Ich habe Geschichten für Sie. Ich war eine Überlebenskünstlerin. Ich bin hartnäckig. Ich bin sehr einfallsreich. Ich kann Wege finden, um weiterzumachen. Aber meine Methoden waren nicht gesund. Sie waren, sei hart, schütze dich. Wenn dir jemand etwas Böses antut, zahle es ihnen einfach heim. Das waren keine guten Verhaltensmuster, aber ich habe überlebt. Ich bin nicht gestorben. Dann sagte ich Ja zu Gott und empfing seine Liebe, empfing seine Vergebung. Selbst die harten Stellen wurden zart gemacht. Ich denke, das ist ein so viel besseres Leben. Das ist so viel besser, über diesen Dingen, statt darunter zu leben und einfach nur zu versuchen zu überleben. Ich wollte nichts anderes. Wissen Sie, ich habe in der 6. Klasse Ja zu Gott gesagt, bin durch die Mittel- und Oberstufe des Gymnasiums gegangen. Ich konnte mich mit den wenigsten der Kinder in der Jugendgruppe identifizieren, die entweder in christlichen Haushalten aufwuchsen oder die Einstellung hatten, naja, Gott ist gut, irgendwie werde ich es annehmen oder nicht. Ich denke, ich will niemals ein Leben ohne ihn. Er ist das Beste, was mir hier passiert ist. Und das Attraktivste, für mich war es keine Option. Ich möchte leben und das war kein Leben. Gott der Verwandlung, ihn nur zu sehen und ihm zu begegnen. Gottes Begegnungen sind anders. Sie lesen über Gottes Liebe und sie lesen über seine Macht. Aber dann, wenn sie es erleben, ich denke, sie können mich von nichts anderem überzeugen. Ich bin voll und ganz dabei. Ich lese Lukas 8. Eigentlich lesen Sie das überall in der Bibel, aber sich Jesu Leben anzusehen, ist so inspirierend. Das Niveau, auf dem er in Mitgefühl und Autorität unterwegs war,
Wir beginnen in Lukas 8, gleich nachdem sie im Boot waren und er den Sturm gestillt hat. Sie gehen in diese Gegend und da ist ein dämonenbesessener Mann. Es heißt, der Dämonen hatte und seit langer Zeit. Ich kann mir nur vorstellen, wie das aussieht. Ich meine, Sie alle hier sehen ziemlich normal und gut aus. Ich bin sicher, auch Sie alle online. Aber von Dämonen besessen, ich habe bereits ein Bild in meinem Kopf. Es heißt, seit langer Zeit. Es heißt, er hatte keine Kleider an und lebte nicht in einem Haus. Er lebte in den Grabstätten. Das ist bereits ein gutes Bild und Beschreibung von diesem Mann. Jesus treibt die Dämonen aus. Sie fahren in Schweine. Die Schweine ertränken sich selbst. Wissen Sie, was Dämonen tun wollen? Sie wollen nur stehlen, schlachten und verderben. Das ist nicht, was wir wollen. Das ist nicht das Leben, das Gott für uns hat. In der Nähe von Jesus wird er freigesetzt. Ich liebe es, wie es am Ende heißt, sie fanden ihn bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. So viel zur Verwandlung, wenn wir Gott begegnen. Ich sage, ja, Herr, komm herein und berühre jeden Teil meines Lebens. Falls es irgendeinen Ort gibt, der Qualen erleidet oder irgendetwas, Herr, ich will einfach nur mehr von dir. Die Geschichte geht weiter mit der blutflüssigen Frau. Nachdem er diesen Ort verlassen hat, geht er zurück. Während er durch die Volksmenge geht, kommt die Frau, die seit 12 Jahren unter Blutfluss leidet. So viel zum Thema, eine lange Zeit mit Krankheit zu kämpfen zu haben. Sie hatte ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt. Sie wurde nicht geheilt. Sie musste ihn nur berühren und sie wurde geheilt. So viel zur Verwandlung. Nur durch die Begegnung mit Jesus. Danach geht er weiter, um ein kleines Mädchen von den Toten aufzuerwecken. Lukas 8, Sie wollen Jesus, den Gott der Verwandlung, sehen? Das ist der, dem wir dienen, zu dem wir Zugang haben. Das ist der, in dessen Leben unser Leben ist. Ich sage, wir werden nicht bleiben, wo wir sind. Wir sind in Verwandlung. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich nach Bethel kam. Tatsächlich die ersten paar Male. Eric und ich waren auf der Hochschule in Santa Cruz. Ich war in der 6. Klasse radikal errettet worden, in einer wunderbaren Jugendgruppe groß geworden, machte Jugend mit einer Mission, war auf einer Bibelschule. Ich liebte also den Herrn. In der Bibelschule mussten sie zur Kapelle gehen. Ich erinnere mich gerade nicht, ob das die Terminologie war. Ich bin nicht sicher, was es war, aber sie mussten dort sein. Ich liebte es, dort zu sein. Ich erinnere mich, dass verschiedene Studenten verschiedene Dinge taten, weil wir alle es ausarbeiteten, wissen Sie, ob sie gehorchen oder nicht gehorchen. Aber für mich, ich bin dort hineingegangen und habe es einfach geliebt, Gott anzubeten. Wohlgemerkt, ich wollte nichts anderes als den Herrn. Ich hatte immer tiefe Dankbarkeit und ich wusste, dass er meine Lebensquelle war. An einem der Wochenenden kam ich nach Bethel. Eric und ich kamen hierher und das war, als hier all das Lachen geschah, die Freude des Herrn und ha-ha-ha und hi-hi-hi. Rodney und Basil Howard Brown waren ständig hier. Als ich aufwuchs, war mein Spitzname Kichern, weil ich einfach so gut darin war, mich kaputt zu lachen. Ich lachte, wenn ich glücklich war, ich lachte, wenn sie verletzt waren. Ich meine, ich habe über alles gelacht. Es war die erste Emotion, die ich hatte. Es fiel mir schwer, mein Lachen zu kontrollieren. Es war nicht einmal, dass etwas im Geist geschah, es fiel mir einfach nur wirklich schwer, es abklingen zu lassen. Genug, um vom Unterrichtsraum entschuldigt zu werden. Ich bin sehr gewissenhaft, aber ich konnte nicht anders. Ich sagte, werfen Sie mich sofort raus, ich kann nicht anders. Ich hatte in diesem Bereich einfach nicht viel Kontrolle. Also dachte ich, ich würde der beste Lacher in der Gemeinde sein, in der all das Lachen geschieht. Wir kamen hier rein und ich konnte mich kaum zusammennehmen, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Es war diese Liebe, die ich erlebt hatte, die mich freigesetzt, mein Herz geheilt hatte. Dieser Jesus, der so unwiderstehlich war. Ich dachte, oh, ich will niemals etwas anderes. Ein Ort, der das so gut verwaltete und den Herrn liebte, seitens der Leiterschaft, seitens seiner Geschichte. Ich dachte, Gott, nichts ist wie Gott. Er ist besser als alle Gebäude und Organisationen, die wir je zur Gemeinde machen könnten. Ich bete einfach nur, dass er uns selbst in diesem Moment zart macht. Und das ist mein dritter Punkt. Für Verwandlung. Nummer 1, Ja sagen und sich Gott hingeben. Nummer 2, ihn zu sehen und ihm zu begegnen. Es ist unmöglich, nicht verändert zu werden. Und dann Nummer 3, ein zartes und formbares Herz zu haben. Das war etwas, was ich immer über meinen Töchtern gebetet habe, als sie aufwuchsen. Herr, dass sie alle Tage ihres Lebens ein zärtliches Herz für dich haben werden. Denn wenn wir ein zartes Herz dem Herrn gegenüber haben, dann arbeitet er mit uns und regelt es und hat seinen Willen. Ich liebe die bildliche Darstellung in der Bibel von Gott als dem Töpfer und uns als Ton.
Das ist so wunderschön. In Jesaja 64,7 heißt es: Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Ich hatte die Gelegenheit, im Gymnasium ein paar Jahre lang töpfern zu lernen. Es hat Spaß gemacht, Ton auf die Töpferscheibe zu werfen. Sie nehmen den Ton, nehmen sich die Menge, die sie haben wollen, und sie formen einen Ball. Sie legen ihn auf die Töpferscheibe und zentrieren ihn. Es beginnt mit Zentrieren, und sie drehen ihre Töpferscheibe. Sie nehmen Wasser in ihre Hände und drücken es nach unten. Sie machen ihre Thunfischdose, dann ihren Kegel. Töpferei im Gymnasium. Bevor sie Gelegenheit bekommen, zu formen, was auch immer sie machen. Und sie befeuchten immer ihre Hände, weil es alles einfach durchgleiten lässt und den Ton feucht hält. Ich denke, das Wasser ist für uns, in seiner Gegenwart zu sein. Gott formt uns. Er hat Wünsche für uns und Träume für uns und hat ein Herz für uns. Aber nicht, damit wir genauso bleiben, wie wir sind. Wenn wir einfach nur formbar und zart bleiben können, dann können wir zu der Form werden, zu der er uns machen möchte, in Vollständigkeit und aufrecht und mit allem in stimmiger Ausrichtung. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das Wasser am Fließen halten und in seiner Gegenwart sind, seinem Geist, dem Heiligen Geist. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich in der Anbetung bin, ganz gleich, was vor sich geht oder was meine Meinung ist oder was ich über irgendetwas denke, da ist dieses Zartmachen. Das geschieht, wenn ich meine Liebe gebe und ich seine Liebe empfange. Dadurch bleibt alles wirklich formbar. Die Sache mit dem Ton ist, dass die einzige Aufgabe von Ton darin besteht, geformt zu werden. Tatsächlich ist es der Wunsch, die Absicht des Töpfers und die Form, die in Wahrheit die ganze Sache steuern. Einen so liebenden Vater zu haben, der uns kennt, der uns geschaffen hat, damit wir uns ihm hingeben können. Woher wissen Sie, ob Sie zart und formbar sind? Gute Frage. Dinge können sie berühren und sich leicht auf ihr Herz auswirken. Wenn wir formbare, zarte Herzen haben, lassen wir tatsächlich zu, dass Dinge unser Herz berühren und uns betreffen. Eine andere Sache ist, dass sie schnell damit sind, sich auszurichten, selbst wenn sie etwas nicht initiiert haben. Sehen Sie, wenn Gott leitet und Gott eine neue Form initiiert, wie schnell lehnen wir das ab? Oder sagen wir einfach nur, okay, Herr, hab deinen Willen. Selbst wenn es nicht Ihre Idee war und Sie es nicht initiiert haben, aber Sie wissen, dass es der Herr ist. Zarte und formbare Herzen sagen einfach nur, okay, ich werde mich ausrichten, weil ich dir so sehr vertraue. Mein Gebet ist, dass wir ein Volk sind, das jeden Tag zart und formbar ist. Nicht nur, wenn wir Ja sagen und uns Gott hingeben, sondern dass es ein Lebensstil ist, damit Gott seinen vollständigen Willen in uns haben kann und er sein vollständiges Werk vollbringen kann. Ich möchte uns alle ermutigen, ganz gleich, wo Sie sich auf der Reise befinden. Sie leben und atmen. Er ist nicht fertig mit uns. Dem Herrn sei Dank. Sie sollten es Ihrem Nachbarn sagen. Er ist nicht fertig mit dir. Ich bin so froh. Ich bin dankbar, dass er nicht fertig ist mit mir, weil ich weiß, dass es noch viele Bereiche gibt, die noch geheilt und gesund gemacht werden müssen. Ich werde jetzt schließen. Ich weiß, dass in dieser Zeit der Einschränkung viele Dinge an die Oberfläche gekommen sind, weil so viel Veränderung stattfindet. Viele unserer normalen Routinen sind aus dem Fenster geworfen worden und wir mussten Zeit mit uns verbringen. Einige von uns mussten ein bisschen mehr Zeit mit sich selbst verbringen, wo wir es gewöhnt waren, mit viel mehr Menschen interagieren zu können. Das ist irgendwie sehr stark zurückgegangen. Einige von uns mussten von zu Hause aus arbeiten, alle möglichen Dinge. Aber es hat uns gezwungen, etwas mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen. Falls es irgendjemanden gibt, wenn ich über Unvergebenheit spreche oder das Gefühl, gefangen oder festgefahren zu sein, wenn es Dinge gibt, die in dieser Zeit des Alleinseins offenbart wurden, die weniger sind, als Sie es sich von Ihnen wünschen, dann ist mein Gebet, dass wir gerade jetzt den Heiligen Geist in diese Bereiche einladen. Falls Sie im Raum sind, würden Sie bitte mit mir aufstehen? Ich möchte uns eine Gelegenheit geben, bevor ich bete. Falls es irgendjemanden gibt, der während ich spreche sagen würde, meine Güte, ich erkenne, dass es Bereiche gibt, in denen ich jemanden vergeben muss. Ob es nun etwas ist, das geschehen ist, als Sie noch sehr jung waren, oder etwas, das erst diese Woche passiert ist. Wir wollen Menschen sein, in die dieser Fluss des Lebens hinein und herauskommt. Dass wir nicht anhalten und uns für tot entscheiden, indem wir nicht vergeben. Deshalb möchte ich heute Morgen nicht von hier weggehen, ohne uns die Gelegenheit zu geben, diese Dinge vor den Herrn zu bringen und Vergebung freizusetzen.
Also möchte ich Sie gerade jetzt, ob Sie zuhören oder hier vor Ort sind, bitten, den Heiligen Geist zu fragen. Heiliger Geist, gibt es irgendjemanden in meinem Leben oder gibt es irgendetwas in meinem Herzen, das ich jemandem nachtrage, das du mir gerade jetzt zeigen möchtest? Heiliger Geist, bitte zeige uns, ob es irgendetwas in uns gibt, das dir nicht gefällt oder ob es irgendeine Unvergebenheit in uns gibt. Gott, bitte ruf uns die Person, die Situation in Erinnerung. Falls er sie in diesem Moment an irgendetwas erinnert, möchte ich sie bitten, es an ihn freizugeben. Gott, ich vertraue dir mehr als mir selbst. Ich bin so dankbar für deine Vergebung. Ich gebe diese Person an dich frei. Und ich gebe sie nicht nur an dich frei, Gott, ich vergebe ihn. Ich setze Vergebung frei. Ich werde ihnen nichts nachtragen. Lassen Sie sie einfach gerade jetzt frei. Dann das Nächste. Wissen Sie, was besser ist, als jemanden nur freizulassen und zu vergeben? Sie zu segnen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und beten Sie einen Segen über sie. Herr, ich segne sie. Ich segne, wer du in ihnen bist und ich bete, dass du sie florieren lässt. Herr, ich setze vollständige Vergebung frei, aber ich spreche auch einen Segen über ihrem Leben. Ich bete, dass du ihnen begegnest und segnest, was sie in die Hände nehmen. Gott, ich danke dir für meinen Bruder oder meine Schwester. Ja, Herr, ich setze deine Vergebung über uns frei, Gott. Dass du uns vergibst, dass wir Dinge festgehalten haben, dass wir zugelassen haben, dass sich Dunkelheit in unserem Inneren aufhält. Ja, wir geben dir gerade jetzt jeden Teil unseres Herzens. Ich danke dir für deine Vergebung, Herr. Ich bete, Vater, dass es ein neues Maß an Leben gibt, in dem Moment, in dem wir freisetzen und vergeben. Dass es einen solch verwandelnden Fluss von Kraft und Liebe und Frieden durch unser Leben geben wird. Dass du uns sogar Downloads gibst, wo wir in die Gesellschaft eintreten sollen und wie wir Leben, Frieden und Hoffnung bringen. Gott, ich danke dir dafür, wer du in uns bist. Ich bitte dich auch, Gott, dass du uns zart machst und uns ein zartes und formbares Herz gibst. Dass wir uns so schnell nach dir ausrichten, dass selbst wenn du nur flüsterst, wir uns ausrichten. Danke, Herr. Ich segne jeden, der zusieht und jeden, der in diesem Raum ist, Herr. Ich danke dir dafür, wer du in ihnen bist und für das, was du tust. Ich danke dir dafür, wie diese nächste Zeitphase der Verwandlung aussieht. Wir feiern und danken dir noch, bevor wir es sehen. Amen. Amen. Amen.